So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Okami. Im letzten Part haben wir hier die Taka-Ebene wiederhergestellt und haben uns nochmal gegen Walker beweisen müssen. Was jetzt nicht so die große Schwierigkeit war, aber wir haben es machen müssen. Ja, was ist hier eigentlich? Jetzt gucken wir uns mal noch ein bisschen um, meine ich. Das Zungenschneiderhaus. Fremde nicht willkommen. Ich habe gerade nach etwas Leckerem gesucht, das ich in meinen Topf tun kann. Du wirst genau passen, du kleiner Köter. Die böse Frau Zungenschneider. Du wirst schon ausreichen, bis mein Ehemann uns ein großes Tier fängt. Die will mich fressen. Ja, die Alte ist abgefuckt. Die ist abgefickt. Da geht's wohl auch. Ah, da. Da ich wett. Oh, gehen wir mal zu der großen Windmühle dort oben. Oder wir versuchen es zumindest, dahin zu kommen. In ein verfluchtes Gebiet anscheinend. Das Dorf Kusa. Ja, ist verflucht. Wow. Was ist das für eine unheimliche Atmosphäre des Bösen hier in diesem Dorf? Es gibt hier keine verfluchte Zone, aber ich spüre einen starken Fluch. Das Schicksal meint es nicht gut mit mir. Ich hatte gehofft, hier ein bisschen Handel am Wind treiben zu können. Aber das Schreien ist von einem Monster übernommen worden. Und überall herrscht Panik. Nun gut, ich schätze, ich muss jetzt einfach das Beste daraus machen. Bist du hierher geschickt worden, um für deinen Herrn einzukaufen? Ich sag einfach ja. Einfach 10 Mal. Immer ein bisschen Futter dabei haben. Man weiß nie, wofür man es brauchen kann. Dann gehe ich mal weiter. Alles Kacke. Hallo. Oh, das ist aber Pech. Ich wurde besessen, als ich für einen kurzen Moment in meiner Wachsamkeit nachließ. Und ich hatte mich so bemüht, das Dorf zu beschützen. Jetzt soll es zu einer schrecklichen, verfluchten Zone werden. Aber leider, meine Kraft, sie schwindet. Alles ist verloren. Verlesen. Der muss es jetzt zeigen. Ich muss denn zumindest den Drachen abnehmen. Wo ist der Armor? Da ist er. Schnell, bevor meine Tintenkraft nachlässt. Gut. Gut. Ja, da geht's jetzt. Bin ich von dem bösen Fluch befreit worden?
Du hast mich gerettet, aber ich weiß nicht wie. Was verdammt nochmal ist passiert, eure Süßheit? Oh. Seid ihr mit meiner Familie, dem Haus Satomi, vertraut? Nein, ich kann sehen, dass ihr es nicht seid. Aber trotzdem könnt ihr mir einen großen Dienst erweisen. Wollt ihr euch anhören, was ich zu sagen habe? Sprecht weiter, hübsche Dame. Isun, hör zu. Oh, danke dir. Ich bin Fusehime, Priesterin des Windschreins. Priesterin Fusehime? Ne, dachte ich jetzt nicht. Der Windschrein steht oben auf dem Kamiji-Berg. Kasegami, der Gott des Windes, wird hier verehrt. Der Wind, der von dort weht, hält die Monster von hier fern. Bekannt als göttlicher Wind ist er unser verehrter Beschützer. Aber eines Tages hat er aufgehört zu wehen. Und das hat den Monstern ermöglicht, sich in unser Dorf zu schleichen. Sogar ich, die letzte verbleibende Priesterin hier, wurde beinahe erschlagen. Dieses schreckliche Monster steckt hinter alledem. Hallo. Wollt ihr den Rest meiner Geschichte hören? Es gibt nur eine Erklärung dafür, warum der göttliche Wind aufgehört hat. Es ist dieses schreckliche Monster Rothelm. Diese Bestie lebt nun im Windschrein. Die Monster in diesem Gebiet stehen alle unter der Kontrolle von Rothelm, seitdem dieser in der Tageebene vor 100 Jahren erschien. Meine Familie, das Haus Satomi, Bewahrer des Windschreins, bekämpft diese Bestie und sein Gefolge schon seit damals. Aber letztes Jahr griffen die Teufel an und töteten den Oberpriester, als dieser durch eine Krankheit geschwächt war. Und so fiel der Windschrein in ihre Hände. Ich kann mich erinnern, das schon einmal gehört zu haben. Das war eine große Geschichte hier in der Gegend. Wenn ich nur Rothelm bezwingen und den Windschrein befreien könnte. Aber ich kann nicht die Sperre des Bösen überwinden, die jeden daran hindert, den Schrein zu betreten. Es gibt jetzt nur noch eine Hoffnung. Nur die Krieger, die dem Haus Satomi dienen, können diesen Fehler richten. Unsere einzige Hoffnung, Rothelm zu besiegen, sind die Satomi-Hundekrieger. Die Satomi-Hundekrieger haben den Schrein beschützt und dem Haus Satomi seit Ewigkeiten gedient, aber leider sind sie jetzt über ganz Nippon verstreut. Wenn wir sie wieder vereinen könnten, dann könnten sie die Sperre durchbrechen und den Schrein zurückerobern. Wirklich? Warum rufst du dann diese Hühnchen nicht her? Ich habe es bereits probiert, aber ich habe bis jetzt noch kein Wort von ihrer Ankunft gehört. Ich spüre ihre Anwesenheit in der Nähe, aber ich habe sie noch nicht gefunden. Was, wenn sie angegriffen und verletzt worden sind oder noch Schlimmeres? Ich bitte dich, könntest du bitte ihre Aufenthaltsorte aufspüren? Es könnte dir nützlich sein. Erhalten: Hundesucher. Ich spüre 5 der Satomi-Hundekrieger hier in diesem Dorf. Sie sind ein temperamentvoller Haufen und Fremden gegenüber nicht sehr aufgeschlossen. Aber sie sollten zu mir zurückkehren, sobald sie den Hundesucher sehen. Der Hundesucher wird euch in ihre Nähe bringen. Nutze ihn zusammen mit deiner Stärke, um sie zu finden. Überlasst es nur uns, eure Süßheit. Wir werden sie alle ohne einen Kratzer zurückbringen. Ich kann es kaum abwarten, zu sehen, wie sie uns dankt, Amy. Ja, Isun, du alte Drecksau. Du dreckiger, ekliger du. Ich weiß ja ein bisschen, wo sie versteckt sind. Deswegen juckt mich der Hundesucher auch mal herzlichst wenig. Denn hier drin ist einer. Soweit ich jetzt was noch in Erinnerung habe. Genau. Was macht denn ein Hund hier? Hm? Ich glaube, er versucht uns etwas zu sagen. Lass mich mal genau hinhören. Ich kann einige Tiere verstehen. Er wedelt mit seinem Schwanz. Ich wette, das ist wegen dem Hundesucher, den du da hast. Hm? Was ist das? Gib mir was zu essen, ich bin hungrig. Meine Güte. Wir haben ihn gerade erst getroffen und er bettelt schon um Nahrung. Was für schlechte Manieren. Dann füttern wir halt.
und skippen. Weil das ist einfach so. Yay, Glück, yay. Ich bin satt. Meine Herrin Fusihime hat mich gerufen. Trotzdem wollte ich nicht direkt nach Hause gehen. Hast du das gehört, Amy? Das bedeutet, dieser Hund ist einer von den Satomi-Hundekriegern. Hundekrieger Ko. Jetzt, wo ich satt bin, werde ich zu meiner Herrin zurückkehren. Hast du das gehört, Amy? Die Art, wie Fusihime von ihnen gesprochen hatte, ließ mich glauben, sie wären Menschen. Glaubst du, diese Flohsäcke können irgendwie helfen? Ein bisschen zumindest. Soundlag, nice. Und gleich den Futtersack bekommen. So. Dann folge ich dem Hundesucher halt doch. Da lässt mir halt dann keine Ruhe sonst. Ups. Wo bin ich jetzt hier? Nein, nein, nicht das. Bei den Göttern, ich schwöre. Du wirst niemals... Es ist Susano. Er ist ein Sturer und was zum Teufel macht er da? Ich wette, er hat einen Albtraum, in dem er von Monstern verprügelt wird. Er scheint ja ganz außer sich zu sein. Es wäre ja ganz lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Schon wieder dieser Traum. Hört das denn nie auf? Ich dachte, wenn ich in das Dorf komme... Hey Alter, hängst du in deinen Träumen auch so rum? Muss nett sein, wenn man mitten am Tag einfach so ein Schläfchen machen kann. Größter Krieger aller Zeiten, so ein Quatsch. Hündchen. Und die kleine Laus. Wollt ihr meine Meditation wieder stören? Sogar in meinen Träumen arbeite ich hart und entwickle neue Strategien, um das Rot-Irgendwas oder so ähnlich zu besiegen. Ich kam her, um für den Sieg im Windschrein zu beten, aber siehe da, dieser Rot-Irgendwas oder so ähnlich hat den Schrein besetzt. Nun, mit meinem unbesiegbaren Schwert gibt es eigentlich keinen Grund zu beten, aber das Schicksal der Welt ruht auf meinen Schultern. Ich muss vorbereitet sein. Zuerst muss ich hier sitzen und einen gut durchdachten Plan machen. Nun, wo war ich? Plan? Ja, genau. Das ist doch nur deine Entschuldigung, um zu schlafen. So. Das ist bei mir auch. Da unten war doch einer. Der Herr Bambus! Was für ein Dilemma. Oh, was für ein hübscher Wolf. Ich stecke gerade in ein Dilemma, Wölflein. Ich bin ein Handwerker und ich arbeite mit Bambus, wie du sehen kannst. Aber ich kann gerade keinen zum Arbeiten bekommen. Ich sollte dich nicht mit meinem Problem belasten, Wölflein. Handwerker Herr Bambus. Junge, das muss aber ein großes Dilemma sein, wenn du dich einem Wolf anvertraust. Hallo, kleiner Kobold. Bist du hier, um dem Geschwafel eines alten Mannes zuzuhören? Ich habe immer Bambus drüben in der Sasa-Zuflucht auf der Taka-Ebene gesammelt. Aber in letzter Zeit komme ich dort nicht mehr rein. Der Spatzenclan hat plötzlich die Tore zur Sasa-Zuflucht geschlossen. Oh, ich wünsche mir nichts sehnlicher, als wieder meine Bambuswaren zu machen. Ich bin alt und das ist alles, was ich noch habe. Und um alles noch schlimmer zu machen, steht das Fest auch noch kurz bevor. Ich verkaufe dort immer meine Waren, aber mir läuft die Zeit davon. Ah, das ist doch nicht das Ende der Welt, Großväterchen. Was haben wir uns da wieder reinziehen lassen, Amy? Nix. Da sitzt auf jeden Fall einer drin. Was macht denn ein Hund hier? Er wedelt auch mit seinem Schwanz. Das muss wegen dem Hundesucher sein, den du da hast. Was ist das? Gib mir was zu essen, ich bin hungrig. Meine Güte, warum denken diese Flossäcke, dass wir sie füttern würden? Weil's so ist.
Ich bin satt. Hundekrieger Chi. Jetzt, wo ich satt bin, werde ich zu meiner Herrin zurückkehren. Hast du das gehört, Amy? Sind diese Typen noch zu fassen? Nöp. Egal, weiter. Weiter on the ladder. War da einer? Bin ich jetzt dumm? Ach, da ist einer versteckelt. Da versteckt sich einer. Ach, das gebe ich gleich, das Gelaber. Das ist immer nur dasselbe. Wenn ich das Gelaber ausskippen kann, was ich nicht glaube, mache ich es auch. Ich bin satt. Hundekriegerei. Jetzt, wo ich satt bin, werde ich zu meiner Herrin zurückkehren. Hast du das gehört, Amy? Sind diese Typen noch zu fassen? Bla bla bla. Ah, es wird dunkel, glaube ich, oder? Bin ich jetzt dumm? Ne, sieht aus, als ob es dunkel wird. Buddeln. Da liegt Susano ja, der alte Penner. Da ein bisschen den grünen Daumen wirken lassen. So, den fütter ich gleich, weil ich mich nicht voll labern lassen will. Skippen. Ich kann Hunde glücklich machen. Yeah. Ich bin satt. Hundekrieger Shin. Jetzt, wo ich satt bin, werde ich zu meiner Herrin zurückkehren. Hast du das gehört, Amy? Sind diese Typen noch zu fassen? Wow. Hellsehen. Hey, Amy, wie viele von diesen Hundekriegern waren das jetzt? Vielleicht sollten wir mal mit Fusehime reden. Wenn du meinst, reden wir halt. Auch wenn mein Mund langsam trocken wird von dem vielen Gefasel. Und ich nichts zu trinken in der Nähe hab. Das ist ein Hundekrieger. Der knallt mich an. Ich mag das nicht. Hey Amy, dieser Flursack starrt uns finster an. Ich glaube, er hat deinen Hundesucher bemerkt. Hm, was ist das? Meine Herrin Fusehime hat mich gerufen. Aber erst möchte ich ihn eine meiner Fähigkeiten ausprobieren, an der ich gearbeitet habe. Hast du das gehört, Amy? Fusehime hat mir verboten, an sinnlosen Kämpfen teilzunehmen. Aber ich will testen. Das passt mit der Text. Dingsbums nicht zusammen. Aber ich will testen, ob du diesen Hundesucher zurechtträgst. Du wagst es? Das ist wirklich Mut, einen Kampf mit uns zu wollen. Nun gut, komm schon, du Flohsack. Stimmt's, Fellknall? Ja. Genau, da gibt's nur eine Antwort drauf. Ich weiß nicht, wer dieser Flohsack ist, aber er wird eine Überraschung erleben. Krieger zu bekämpfen ist easy, so. Solange sie keine ihre Arschlochtechniken benutzen. Weil damit können sie einen gerne mal holen. Der Sieg. Zu einfach.
Na, die Zeit war richtig mies. Ich sehe ein würdiger Gegner. Lass uns wo kämpfen, wo wir mehr Platz haben. Hast du das gehört, Amy? Es wird lustig. Diesmal wird ernst gemacht. Los, zeig uns, was du drauf hast, Flohsack. Wenn wir mit dir fertig sind, wirst du dir wünschen, du wärst gleich zu Fusehime gegangen. Hey, warte mal, wenn er von Fusehime gerufen wurde, dann... Vielleicht ist er ein weiterer der Satomi-Hundekrieger. Ja klar. Hundekrieger Tai. Jetzt habe ich genug mit dir gespielt. Nun wirst du die Wut der Satomi-Kugel der Macht zu spüren bekommen. Satomi-Kugel der Macht? Mann, jetzt zeig uns schon, was du drauf hast, Flohsack. Wir haben keine Angst. Oh, Tai. Ich dachte, ich hätte etwas hier draußen gehört. Ihr beiden seid doch nicht am Kämpfen, oder? Hä? Kämpfen? Aber natürlich nicht. Nur ein kleines freundschaftliches Raufen. Guck, niemand hat auch nur einen Kratzer. Nun, zumindest haben wir jetzt 5 der Satomi-Kugeln der Macht. Aber ihr wart böse, Warpaus. Warum seid ihr nicht direkt nach Hause gekommen, als ich euch rief? Hey, Fusehime, was sind das für Satomi-Kugeln der Macht? Jeder Satomi-Hundekrieger trägt die Kugel einer anderen Tugend. Die Satomi-Kugeln der Macht sind der größte Schatz des Haus Satomi. Braucht die Kugel? Um die Sperre von Rothelm durchbrechen zu können. Aber die Hundekrieger hören nie, wenn ich sie zurückrufe. Und 3 von ihnen fehlen noch immer. Ich befürchte, ihnen könnte etwas zugestoßen sein. Aber es gibt niemanden, den ich aussenden könnte, ihnen zu helfen. Hey, was soll dieser Blick, Lady? Okay, ich hab verstanden. Wir werden den Rest auch noch finden. Immerhin hatte ich ja gesagt, wir werden sie alle ohne einen Kratzer zurückbringen. Wie wunderbar, ich stehe für immer in eurer Schuld. Ich kenne die ungefähren Aufenthaltsorte der verbleibenden 3 Hundekrieger. Ich werde sie auf eurer Karte markieren. Alles klar. Du hast den Hundesucher. Sie werden hierher zurückkommen, wenn du ihnen den Hundesucher zeigst. Natürlich nur, wenn sie nicht verletzt sind oder noch Schlimmeres. Bitte beeil dich. Wir müssen die Kugeln der Macht bekommen und die Sperre überwinden. Tja, ich renne schnell zum Savepoint jetzt erstmal. Bäh. So viel Gelaber. Da kann ich auch gleich irgendwie Moderator werden. Nacht. Ist eigentlich praktisch schon, dass es jetzt dunkel ist. Aber das kann man uns... Das save ich fürs nächste Mal auf jetzt. Because I'm a badass. So, ja. Lädt. Und speichern, ja. Bitte. Dann würde ich nämlich sagen, mache ich an der Stelle einen Cut. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben, Abo oder einen Kommi da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.